Ist das nicht ein dolles Ding mit meiner Beförderung? Jetzt bin ich der dritte Mann nach General Ali persönlich. Er kommt wieder zu sich. Er wacht auf. Ah, sind Sie wieder ganz da? Das weiß ich noch nicht genau. Auf wessen Seite sind Sie denn? Oh, Bobby, das ist doch ganz gleichgültig. Ich höre auf den Namen Yusuf Kassim. Freund Webster haben Sie ja schon genossen. Ja, und die liebe Miss Azir. Wissen Sie, für eine unterjochte Araberin haben Sie aber einen verdammt feinen Lebenswandel. Einmal haben Sie es mit Mr. Beshrawi und dann wieder mit Mr. Yusuf Kassim. Haben Sie sonntags Urlaub? Professorchen, quatsch nicht so kariert. Also, Väterchen, zur Sache. Wo sind die Hieroglyphen? Die Hieroglyphen? Ja, die Hieroglyphen. Da wir genau wissen, dass Sie sie haben, spielen Sie nicht den Dumm. Sie machen jetzt eine Fahrt mit uns ins Ungewisse. Und niemand kann Ihnen zur Hilfe kommen und Sie befreien. Los, raus damit! Wo ist dieser Wisch? Frag die Briefkastentante, Junge. Wo ist das Ding? Dieser Wisch? Na, der liegt immer noch bei Beshrawi. Ich meine, schließlich gehört er ja ihm. Falsch, Professorchen.